Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine Review, ein Schminki, ein Haul, ein was auch immer. Und zwar geht es um die Catrice mit Disney Lidschattenpaletten, Highlighterpaletten, Lippenstifte, Mascaren und Serien. Und wenn du Bock drauf hast, zu sehen, wie ich das so verwendet habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich hatte tatsächlich das unglaubliche Glück, dass Purish mir als ein wundervoller Kooperationspartner das komplette Set zugeschickt hat. Ja, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich die Nachricht bekommen habe, dass die das auch bei sich in den Shop reinbekommen. Und da muss ich wirklich sagen, also der Purish Online Shop, der wächst und wächst und wächst. Und das ist so schön, wie viele neue Marken, also oder wie viele Marken allgemein sich dort jetzt auch schon tümmeln und wir dort bekommen. Ihr bekommt auch mit dem Code ClaudisWelt15 dort 15% Rabatt. Das ist in der Black Week kurz pausiert gewesen, weil dort konntet ihr dann ja 30-50% Rabatt bekommen. Aber ich glaube nicht auf die Princess LE Geschichten. Ne? Es gibt auch noch, weil es ja eine Schwestern LE mit Catrice und Essence ist, die Essence Variante. Die Paletten habe ich mir bestellt und da mache ich euch aktuell noch eine Review zu. Jetzt gerade trage ich zum Beispiel auch einen Look mit einer Palette und ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal raten, welche ich wohl verwendet habe von den dreien. Genau, also ich habe bis auf die Serien alles auch getestet, also quasi euch auch abgefilmt mitgenommen. Das heißt, die ersten Produkte, die ich euch zeigen werde, die ich nicht verwendet habe, noch nicht, sind die drei wunderschönen Gesichtsserien. Also so, so hübsch. Wir haben bei Catrice die Prinzessin Belle, Pocahontas und Ariel. Und ja, die haben auch alle ein eigenes Serum bekommen. Serium will ich immer sagen, ich weiß gar nicht warum. Pocahontas hat natürlich die Sonnenblume und wir haben hier auch so Sonnenblumen mit drin. Also da ist auch Sonnenblumenextrakt in diesem Serum drin enthalten. Das ist so ein Öl, was ich persönlich nicht als Primer verwenden würde, sondern als Gesichtsöl, als Abendöl, als Abendpflege für mein Gesicht, ne? Weil hier diese Sonnenblumen sich auch wohl auflösen. Und da habe ich persönlich immer das Problem, dass sowas dann auch schnell krümelt. Und wenn ich das als Base verwenden würde, würde mir mein Gesicht wegkrümeln. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen werde ich diese Serien als ja, Abendserien verwenden. Die sind total günstig. Ich glaube 5,90 Euro kosten die. Hier sind 30 Milliliter drin. Und die werden halt auch nach und nach jetzt bei mir auch in Anwendung kommen. Wir haben eine Pipettenflasche mit dabei. Und ja, ich finde es wunderschön. Sehr hochwertig mit Glas und so. Die nächste Prinzessin ist ja Ariel. Die hat einen Hibiskus als Blume. Passt einfach farblich sehr, sehr gut. Ne? Finde ich sehr hübsch und mag ich gerne leiden. Noch cooler wäre es gewesen, wenn die irgendwie eine rote Blume bekommen hätte, wegen ihrer roten Haare. Aber da wäre sie denn dann quasi mit Belle in Konkurrenz getreten, die ja rosa bekommen hat. Wobei da irgendwie schwierig. Wir kommen nachher sowieso noch zu diesen ganzen Farbgeschichten. Hibiskus mag ich total gerne und ich finde das einfach auch total hübsch und sehr dekorativ, wenn man sowas dann in seinem Pflegeschrank stehen hat und freue mich drauf, es auszuprobieren. Und Belle hat die Rose bekommen. Das passt natürlich von der Rose an sich, aber dann hätte ich das Serum auch rot gemacht, also quasi die Rosen, die hier drin sind. Das wäre aber vielleicht ein bisschen schwierig gewesen bei der Anwendung, das weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, dass mir das Rosenserum am besten gefallen wird, jetzt so aus dem Bauch heraus, weil ich einfach Rose sehr gut vertrage. Und mein Gesicht halt, ne? Ich liebe Rose. Ich mag den Duft von Rose. Ich mag Rosenwasser. Ich mag überall am liebsten Rosen haben. Und deswegen glaube ich, dass das mein Favorit wird. Aber wie gesagt, muss alles ausgetestet werden. So, jetzt kommen wir zu dem Hauptpart des Ganzen. Und zwar habe ich ja die Paletten verwendet. Und ja, werde euch das dann auch quasi über mir hier gleich einblenden. Ich habe gestartet mit der Palette, die mich persönlich eigentlich am wenigsten angesprochen hat, aber letztendlich am besten gefallen hat, und zwar ist das die Belle Palette. Die Belle Palette fand ich einfach eigentlich so auf den ersten Blick relativ langweilig, weil ich mir gedacht habe, naja, gut, hast hier neutrale Töne drin, bisschen gelb, bisschen blau, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber letztendlich hat sich herausgestellt, dass das Gelb, was ich dann auch verwendet habe bei dem Look des Ambitious, einfach so hammergeil aussah. Vor allem in Kombination mit dem Lumiere, also mit diesem goldgelben Ton, der Schimmerton, der hier mit drin ist, direkt daneben.
Im Prinzip hätte ich damit auch schon den kompletten Look fertig gehabt, aber ich habe dann noch ein bisschen mit anderen Farben rumgespielt. Bei dieser Palette habe ich schon direkt gemerkt, alles klar, die matten Töne krümeln ziemlich. Diese Pressungen, die da drin sind, das ist hier ja der Rosenstandsgedönsen, ist sehr, sehr krümelig, ne? Also wirklich Krümel, Krümel, da muss man abklopfen, sonst hast du es alles im Gesicht, ne? Und die Schimmertöne lassen sich tatsächlich am besten mit dem Finger auftragen. Ich habe jetzt nicht so einen klassischen Lidschattenapplikator, dieses Schwämmchen, ne? Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren können. Ich möchte gerne, wenn ich Paletten das erste Mal verwende, keine Pinsel ansprühen oder mir eine Cut Crease machen oder sowas. Natürlich würde das dann alles besser funktionieren, das ist mir auch vollkommen klar. Aber wenn ich das erste Mal Paletten ausprobiere, möchte ich das gerne so ausprobieren, wie es quasi zu mir kommt und dann nicht irgendwelche Make-up-Tricks mit anwenden. Letztendlich fand ich den Look wunderschön, hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Palette, ne? Ich mag das auch, dass wir halt das ein oder andere Fännchen hier als Diamant drin haben. Das ist ein bisschen was anderes. Eigentlich bin ich hier so, dass mein innerer Monk weint, wenn das so ist, und mag das eigentlich nicht so gerne. Hier hat mir das ehrlich gesagt aber richtig gut gefallen. Ich habe ein bisschen zu spät gemerkt, dass Belle hier auch ihre eigene Mascara in der Limited Edition drin hat. Deswegen habe ich da jetzt die Lash Idol von Lancôme aufgetragen, die ich heute zum Beispiel auch wieder trage. Eine relativ zurückhaltende Mascara, die aber ein schönes, getrenntes und voluminöses Ergebnis macht, aber halt nicht so eine extreme Fülle. Und hier habe ich auch einen Kajal verwendet, der braun ist. Also, ein Kajal, ein Eyeliner. Der von 3INA in der 575, den habe ich hier in meinem Schminktisch immer stehen, wenn ich einfach mal so ein bisschen natürlichere Looks habe. Oder wenn man halt so einen gelb-goldenen Look hat, ist es eigentlich ganz schön, wenn du nicht so eine harte Abtrennung hast mit einem schwarzen Eyeliner, dann ist es ganz schön, mal einen braun zu nehmen. Und was ich dann natürlich auch noch verwendet habe, ist der Lippenbalsam von Belle. Achso, Highlighter, da kommen wir gleich auch noch zu, ne? Ja, das ist halt ein Lippenbalsam, der gibt nicht ordentlich viel Farbe. Ich finde den wunderschön, natürlich, von seiner Optik an und für sich her, ne? Also dieses Glitzy-Flitzy und schönes Gefühl auf den Lippen. Also ein Lippenbalsam, den man halt auch so zwischendurch auftragen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man danach so einen Rand um die Lippen drum zu hat. Also von daher sehr solide. Aber in der Theorie brauchst du jetzt nicht alle drei Lip Balms hier aus der LE, ne? Natürlich habe ich auch dann die Highlighter-Palette von der lieben Belle verwendet. Und da ich ja nur zwei Gesichtshälften habe, habe ich mich hier dann für zwei Töne auch nur entschieden. Das ist einmal der Farbton Candlelight und Dancing Gown. Candlelight ist ein bisschen natürlicher, beziehungsweise mehr ins, bräunliche fast schon, würde ich jetzt so sagen, im Fähnchen auf jeden Fall. Und Dancing Gown ist eher so heller, kühler. Letztendlich fand ich aber beide wunderschön auf dem Gesicht. Also Catrice kann einfach Highlighter und hat mir sehr gut gefallen. Aber Spoiler, mir haben einfach alle Highlighter hier sehr gut gefallen. Und welche Palette man dann letztendlich nehmen möchte, muss man für sich selber entscheiden. Ich glaube einfach, welche Disney-Prinzessin einen mehr catcht, ne? Ja, also das wäre jetzt so mein erster Look gewesen, der mir richtig gut gefallen hat und wo ich auch finde, der ist mir gut gelungen, das ist schön gewesen. Dann ging die Party weiter und ich habe zu der Pocahontas-Palette gegriffen. Da habe ich mir vom Optischen zuallererst gedacht, naja, ne, die ist ja richtig langweilig. Ist halt auch so mit rötlich-nudigen Tönen, aber halt, es ist eine Nude-Palette, ne? Wenn man Bock auf Nude hat, okay, go for it, gönn dir hart. Aber auch hier sehr krümelige, matte Töne und diese Schimmertöne wirklich nur mit dem Finger auftragbar. Und dafür brauche ich halt nicht noch meine x-te nude-farbene Palette. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Palette nicht mehr allzu lange bei mir bleiben wird, weil ich doch relativ enttäuscht bin. Auch hier haben wir natürlich einen schönen großen Spiegel wieder mit dabei, wie bei allen Lidschattenpaletten. Das finde ich ganz hübsch, das gefällt mir ehrlich gesagt auch gut und ich mag es auch lieber, wenn wir einen Spiegel mit drin haben, weil ich den halt auch nutze. Aber die Farben haben mich hier echt nicht gecatcht, ne? Also das war nicht so meine Welt. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Ja, dann habe ich hier den Highlighter aufgetragen aus der Belle Palette und zwar den Farbton Golden Heart. Der geht so ein bisschen mehr ins Goldfarbene, wie der Name ja schon sagt, ist aber auch sehr, sehr schön auf dem Gesicht. Und auf der anderen Gesichtshälfte habe ich aus der Ariel Palette, aus der Ariel Highlighter Palette, den Ton Sparkling Shell verwendet. Ich persönlich sehe, also wenn ich jetzt die beiden Highlighter-Paletten auch nebeneinander sehe, klar, die Belle-Palette ist müh heller, also wirklich heller, ne? Und die Ariel-Palette ist ein bisschen rosiger unterwegs. Ich halte euch das mal hier so hin, dann könnt ihr das auch direkt mal sehen, ne? Also
ich, für mich ist es Jacke wie Hose. Also ich finde beide wunderschön, ich werde beide behalten, ich werde beide immer mal wieder verwenden. Ja, ne, aber auf dem Gesicht bei mir persönlich mit einem kühlen, neutralen Unterton sieht das beide gut aus. Also komme ich gut mit klar. Hier habe ich dann jetzt auch die Mascara verwendet von der Belle. Und zwar ist das die Glam & Dawn False Lashes Mascara. Das ist halt eigentlich aus dem Standardsortiment, aber da ist einfach Belle nochmal mit abgebildet. Und die hat schon ein schönes Ergebnis gemacht. Das hat mir recht gut gefallen. Und die wird auch weiterverwendet, aufgebraucht, wie auch immer. Ne? Mochte ich sehr gerne leiden, kommt auch direkt hier auf meinen Schminktisch, weil ich sie einfach gerne mag. Ne? Ja, dann habe ich natürlich auch den Lippenbalsam von Pocahontas verwendet. Der war ein bisschen so ins mehr nudefarbene, bräunliche, ne? Aber auch nur ein Hauch. Also das macht jetzt nicht so einen Ultra-Unterschied auf den Lippen. Ich fand das ganz schön, ne? Also mir hat es auch gefallen. Der ist halt, wie gesagt, mehr so von der neutralen Variante. Und auch ein solider Lippenbalsam, der jetzt nicht Ewigkeiten hält, aber den man halt auch über den Tag verteilt immer mal wieder nachtragen kann. Easy peasy. Genau. Ja, so viel dazu. Und dann bleibt natürlich nur noch eine einzige Disney-Prinzessin über, und zwar ist das Ariel. Und da habe ich mir eigentlich am meisten von erhofft, bin ich ganz ehrlich. Und da war ich dann auch am meisten enttäuscht tatsächlich von der Palette. Ariel ist jetzt ja auch schon öfters mal in Disney-Lidschattenpaletten oder in Limited Editions auch vertreten gewesen. Und irgendwie hat mich nie eine Palette von ihr überzeugt bislang. Leider. Ich meine, gut, die Töne, die sind auch nicht leicht so herzustellen, glaube ich. Ne? Das Türkis hat mich eigentlich gecatcht, als ich das gesehen habe. Also die drei Töne auf der rechten Seite, Atlantica, Flapper und Haywater, waren die Töne, die die Palette für mich auch ausgemacht haben. Weil alle anderen Töne sind wirklich sehr zurückhaltend. Das Ursula ist vielleicht noch ein bisschen rötlich, aber es fehlte mir einfach so einiges. Ne? Mir fehlte so ein klassisches Grün in der Palette, ne? Was ja von der Flosse her passen würde. Mir fehlte auch irgendwie dieser lila Gedönsen, das wäre bei Ursula ganz schön gewesen. Dafür hätten die noch irgendwie diesen Rotton ein bisschen feuriger machen können für Ariels Haare oder so. Ich weiß nicht, es hat irgendwie für mich nicht so ganz gepasst. Und also vom Farbkonzept her, und da war ich ein bisschen enttäuscht. Hier wieder das gleiche Spiel, krümelige, matte Töne, sehr wenige matte Töne übrigens, und sehr schwierige Schimmertöne, die man einfach schwer aufs Auge bekommen hat. Das hat mir auch hart alles gekrümelt, und irgendwie habe ich dann auch noch zwischenzeitlich meinen Eyeliner verkackt, als ich das dann drauf gemacht habe, und ich war einfach geladen, wenn man das mal so sagen darf. Und ich fand den Look, der dabei rausgekommen ist, fürchterlich. Wirklich fürchterlich. Ich habe nochmal überlegt gehabt, möchte ich vielleicht noch einen Look mit der Palette schminken, um das Ganze noch zu retten, aber nie. Das war eigentlich genau der Look, den ich im Kopf hatte, sprich dieses Türkis oben, das bräunliche unten. Und ich hätte mir einfach gehofft, dass das Ganze irgendwie ein bisschen mehr abgehen würde auf dem Auge. Sah aber echt nicht schön aus, ne? Also meine Welt ist es leider nicht. Und ja, auch die Ariel-Palette ist nicht mein Favorit. Das ist tatsächlich die Belle-Palette, und das hat mich sehr überrascht tatsächlich. Ja, natürlich habe ich auch hier dann Highlighter verwendet, und zwar, erstmal die Mascara, ne? Ja, das ist der Klassiker. Catrice Glam & Dawn Waterproof, ja, die mag ich eigentlich ganz gerne. Ist eine schöne und solide Mascara, und die hatte ich auch selber noch da, deswegen habe ich jetzt nicht die hier geöffnet, sondern meine einfach verwendet. Die habe ich auch schon öfters mal leer gemacht, und das ist einfach eine schöne Geschichte. Das Positive dabei ist, dass ich sie halt beim Abschminken auch wieder runtergeschminkt bekomme, und ich mag die, ne? Die ist nicht zu wasserfest. Andere sagen halt auch manchmal, ja, die ist nicht zu wasserfest, aber gleichzeitig ist das Problem, dass sie mir dann auch manchmal abstempelt. Das habe ich jetzt so nicht als Problem, bin ich ganz froh drüber. Toi, toi, toi. Ja, ne, ist okay. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, die Highlighter-Palette verwendet von Ariel, und da habe ich die letzten beiden Töne verwendet. Das ist einmal Shiny Coral und Hidden Treasure. Also mir persönlich gefallen natürlich, weil ich etwas heller vom Hautton her bin, die hellen Töne auch ein bisschen besser. Also, ihr seht das, glaube ich, nicht, aber Sammy leckt sich gerade hart an der Popierze. Auf jeden Fall habe ich da einfach in der Theorie lieber den Shiny Coral gemocht, aber ich finde auch Hidden Treasure sieht gut auf meinem Gesicht aus. Also hat sich alles schön mit meinem Gesicht verbunden, sah nicht balkenmäßig aus, hatte nicht so viele Glitzerpartikel. Ich mag einfach die Highlighter von Catrice super, super gerne, und deswegen, ne, bin ich auch ein Fan von den beiden Highlighter-Paletten aus der Limited Edition. Auch hier habe ich dann natürlich noch den Lippenbalsam aufgetragen. Der ist müh sehr hell.
Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ja, auch wieder schönes Design. Die Prinzessin ist da schön drauf abgebildet. Ich finde, das macht auch keine gelben Zähne oder sowas, ne? Obwohl der halt sehr, sehr hell ist, in Relation zu den anderen beiden natürlich, macht halt eine etwas hellere Lippe, ganz einfach. Aber ja, ich weiß nicht, inwiefern das dann mit Belle zusammen, ach Quatsch, Belle, mit Ariel zusammenhängt, dass helle Lippe, keine Ahnung, Wasserleichen haben blaue Lippen, aber einen blauen Lippenstift hätten die auch nicht reingepackt. Merkwürdige Kombination, Claudinchen. Aber ja, da ist auch der Lippenbalsam jetzt nicht mein favorisierter. Da wäre tatsächlich der von Pocahontas der, den ich am schönsten fand. Ja, so viel dazu. Es ist für mich, also meiner Meinung nach, eine relativ durchwachsene Limited Edition. Also es gibt sowohl richtig geile Produkte wie hier die Lidschattenpaletten, die Mascaren, dass sie die halt in der LE rausgebracht haben, finde ich auch schön. Die Gesichtsserien interessieren mich sehr. Lippenbalsame, ja, okay, kann man machen. Muss jetzt nicht unbedingt. Ich mag es halt lieber, wenn dann Lippenstifte rausgebracht haben werden oder Lippenprodukte, dass die halt auch ein bisschen Farbe mit reinbringen, ne? Und nicht so extrem zurückhaltend sind, gerade weil die Paletten ja auch relativ zurückhaltend und nudefarben sind, meiner Meinung nach. Denn wir haben in jeder Palette immer nur so 1, 2, 3 Pop of Colors und der Rest ist nude. Meiner Meinung nach. Also in meinen Augen nude. Und ja, schade finde ich halt wirklich, dass die Lidschatten sehr krümelig sind, die matten Töne, und dass die ja, Schimmertöne halt wirklich nur mit dem Finger auftragbar sind. Denn wenn man Schminkanfänger ist, dann möchte man halt auch, dass die Produkte funktionieren und dass es relativ simpel funktioniert. Da hätte ich lieber in Kauf genommen, dass die Schimmerlidschatten vielleicht ein bisschen weniger Ölanteil gehabt hätten und dafür dann besser mit dem Pinsel aufgenommen werden können. Ja, hätten dann ein bisschen mehr Fallout oder so gehabt. Ne, ein Tod muss man sterben. Aber ja, also mein Fall von der Textur sind die Paletten leider nicht. Von den Farben her eigentlich schon, abgesehen von der Pocahontas Palette. Aber ja, wirklich behalten werde ich eigentlich nur die Belle-Palette und die Highlighter-Paletten. Den einen oder anderen Lippi, die Mascaras und die Seren. Und ja, die beiden Lidschattenpaletten werden sehr schnell weiter wandern. Schade Schokolade. Trotzdem, falls ihr was nachshoppen möchtet, nutzt gerne meinen Code claudiswelt15. Gibt 15% bei Purish und ist ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, ich verdiene daran auch eine kleine Provision. Und das war's auch schon. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!